Ich habe hier einige Mandolinen der römischen Schule. Wenn wir von Emberger sprechen, dann sprechen wir von Mandolinen der römischen Schule. Emberger ist tatsächlich nicht derjenige, der die römische Mandoline erfunden hat. Die römische Mandoline hat einige besondere Merkmale, die sie von der napolitanischen unterscheidet. Sie hat einen dreieckigen Hals, ein gewölbtes Griffbrett, der gelochte Steg wurde auf der Bassseite angehoben und das Griffbrett ist ebenfalls auf der Bassseite höher und fällt zu den hohen Saiten hin ab. Die Mandoline dieser Form hat ihren Ursprung im Jahr 1884 durch die Erfindung von Giovanni Battista Maldura, der ein sehr berühmter Musiker war. Ein römischer Mandolinist, der sehr jung war. Er stammte aus einer wohlhabenden römischen Familie. Sein Vater war Angestellter des Vatikan und er konnte Ingenieurwissenschaften studieren. Damals hatte er einen Abschluss als Ingenieur und gehörte einer sehr fortgeschrittenen Gruppe von Studenten an mit einer gewissen Leidenschaft für Technik und einer Leidenschaft für Musik. Und so wollte er die römische Mandoline verbessern. Die römische war schon anders als neapolitanische Mandoline. Ich zeige dir eine antike römische Mandoline. Questo Mandolino. Diese Mandoline stammt aus dem Jahr 1878. Sie ist von Biagio Molinari, er war ein Notar in Rom, recht gut bekannt. Und dies ist eine typische römische Mandoline aus der Zeit vor Maldura. Die Merkmale sind auch hier, dreieckiger Hals. Dies ist bereits eine alte Angelegenheit. Das Griffbrett ist gewölbt, sie ist also sehr alt. Selbst bei römischen Mandolinen aus dem 17. Jahrhundert findet man oft das leicht gewölbte Griffbrett. Es heißt, es handelt sich um sehr alte Traditionen, die bis ans Ende des 19. Jahrhunderts fortgeführt wurden. Also gewölbtes Griffbrett, aber mit einer immer gleichen Konvexität, also die gleiche Wölbung von Anfang bis Ende. Und auch die abgerundete Brücke. Und dann die sogenannten römischen Wirbel. Maddalena Cotenna, die in ihrer Methode für Mandoline erinnert an Wirbel nach römischer Art, weil sie diese Metallteile außen haben, was sehr clever ist, weil es eine größere Präzision in der Stimmung, bei den Stimmen ermöglicht und das ist typisch für römische Mandolinen. Also normale Wirbel mit diesem Messingstück, welches das Stimmen erleichterte. Auch das Design der äußeren Verstärkung ist sehr auffällig. Okay, das sind alles charakteristische Merkmale. Sehr schräges Kopfstück. Und die andere interessante Sache ist, dass das Innere der Muschel mit quer zur Muschel laufenden Holzspänen ausgekleidet ist. Die Neapolitaner mit Papier, die Römer mit Holzspänen. Aber es gibt wenig Holzspäne. Hier ist einer und hier einer mit großem Abstand. Diese Technik wurde von den Mandolinbauern, den Römern des 17. Jahrhunderts schon verwendet. Auch ist das also eine nicht ganz neue Tradition. Natürlich von Emberger nicht neu erfunden. Im Laufe der Zeit haben dann die Mandolinenbauer, die uns zeitlich näher stehen, die Chips, die so aneinander befestigt sind, sind eines meiner Vorgehensweise im Bau von Instrumenten. Diese Merkmale waren jedoch bereits bei den alten römischen Mandolinen vorhanden. Nun kommt also Mandura und äußert sich zu diesem Instrument. Eine ganz andere Sache ist, dass das Griffbrett nicht auf einer Ebene mit der Decke liegt. Wie bei Zupfinstrumenten üblich oder bei Gitarren ist das Griffbrett immer bündig mit der Decke. So kommt nun Maldura und sagt wie ein guter Ingenieur, dieses Instrument ist unbequem, der Steg ist gewölbt, man muss sich umständlich bewegen, so während die neapolitanische Mandoline klüger ist, die gerade ist. Unter ergonomischen Gesichtspunkten geht die Bewegung von der Höhe hin bis
zum Bass. In dieser Richtung, also von oben nach unten. Wenn ich also das Griffbrett neige, ist es bequemer. Das geht in die natürliche Richtung der Schlagrichtung. So hat er also eine ganze Reihe anderer Dinge verbessert und sich diese neue Mandoline patentieren lassen. Dies ist das Patent von 1884. Dieses Patent wurde ein großartiger Erfolg. So durchschlagend, dass es innerhalb weniger Jahre zum absolut einzigartigen Modell wurde. Aber nicht alle haben sie kopiert. In den ersten Jahren konnten sie es nicht kopieren, weil es patentiert war und er die Patentexklusivität an DeSantis abgetreten hat. Diese DeSantis-Mandoline ist von 1888. So kurz nach dem Patent und zu der Zeit produzierte mit dem Maldura-System nur DeSantis diese Mandoline mit der Charakteristik beim Bass viel höher als bei den hohen Saiten. Das Griffbrett ist also sehr stark geneigt. Schräger durchbrochener Steg, ähnlich wie bei Geigen. Das Griffbrett ist unten ausgehöhlt, der Hals immer dreieckig, wieder mit römischen Wirbeln. Okay, und dann begannen sie auch die Metallmechanik in die wertvollsten Modelle einzufügen. Und so ist diese eine Mandoline auch noch das exklusive Produkt von dem Maldura, welches DeSantis zu bauen erlaubt. Nachdem das Patent ausgelaufen war, begannen alle Mandolinenbauer, Instrumente in mehr oder weniger der gleichen ähnlichen Weise zu bauen. Und dies führte dann in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zu einer Explosion der Popularität. Damit wurde die römische Mandoline schlechthin zum Beispiel für eine exzellente Mandoline. Zu diesem Zeitpunkt gab es einige Unstimmigkeiten zwischen DeSantis und Maldura. Inzwischen war auch Emberger eingetroffen, der zuerst in Arpino gearbeitet hatte und baute Instrumente wie dieses. Hier habe ich eines von Emberger, welches er in Arpino gemacht hatte. Emberger machte in Arpino Mandolinen im römischen Stil mit der äußeren Verstärkung der Hose, immer recht typisch römisch, und dem dreieckigen Hals, der Kopfplatte alla Romana. Diese wurde leider wiederhergestellt durch Mozzino in den 60er Jahren, sodass das Griffbrett ersetzt wurde. Es kann sein, dass es ein konvexes Griffbrett hatte, wir wissen es nicht. Er hatte früher in Arpino gearbeitet. Um 1890 zog er nach Rom und erlebte dort den großen Wendepunkt seiner Karriere. Er beginnt mit dem Bau von Mandolinen im römischen Stil von Maldura. Da Maldura mit DeSantis im Streit liegt, beschließt er zu einem gewissen Zeitpunkt, seine eigene Fabrik zu gründen. Seine eigene Werkstatt, in der er Instrumente wie dieses herstellt. Sehr schöne Instrumente. Dies ist eine Maldura von 1898 und sie gehört durchaus zur höheren Kategorie. Er hatte eine Benennung für seine Modelle. Modell A, Modell B, Modell C, Modell D. Dieses ist Modell E. Modell E ist eines der schönsten und kostbarsten. Seine Fabrik war sehr erfolgreich. Er produziert seine Mandolinen immer mit einem stark geneigten Griffbrett zur Bassstimme hin, mit dem gelochten Steg und dem ausgehöhlten Griffbrett. Darunter sind alle Merkmale, die er sich hatte patentieren lassen. Mit diesem Instrument gewinnt er die Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung 1900. Es war ein durchschlagender Erfolg. Er hat auch Gitarren gebaut. Das Kuriose daran ist, dass die Gitarren einen Bauplan hatten, der mit dem Konstruktionssystem der Firma Martin in den USA identisch ist, die heute als akustische Gitarren bezeichnet werden, damals aber einfach Gitarren hießen. Die Gitarren hatten Darmsaiten und das klassische X-Bracing. Maldura hatte viele internationale Kontakte, hatte auch die Vereinigten Staaten bereist, war von US-Zeitungen interviewt worden und so weiter. Ein sehr neugieriger, sehr gebildeter Mann, der offensichtlich sehr bekannt war. Er war beeindruckt und seine Gitarren sind der einzige Fall in Italien, glaube ich, die mit Martins System gebaut wurden. Er hatte ein ziemlich unruhiges Leben. Diese Fabrik gründete er etwa in demselben Zeitraum, in dem Emberger in Rom eintraf, das heißt um 1890.
Sie wurden sofort ziemlich heftige Konkurrenten, weil Emberger eine sehr schnelle Karriere hinlegte. Er wurde relativ sehr schnell bekannt. Zu Beginn waren die ersten Instrumente nur ein wenig anders als die üblichen, an die wir uns erinnern. Dies ist zum Beispiel ein Instrument, das gerade restauriert wird. Leider war sie eine der ältesten von 1895, also als er nur ein paar Jahre in Rom weilte. Und sie hat noch immer etwas archaische Züge. Diese Klammer wurde so angefertigt, die sehr geneigte Kopfplatte. Diese Abschabung des Halses ist typisch für Geigen und wird auch von Emberger in diesen Jahren übernommen. Emberger experimentiert extrem viel und so ändert er den Bauplan häufig. So gibt es Instrumente in demselben Jahr hergestellt, aber offenbar mit leicht unterschiedlichen Bauplänen. Man sieht, dass er noch experimentiert, aber noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es keine Klassifizierung, zum Beispiel nach dem Modell 5 bis oder Modell 5, das kommt später. Im Moment hat er einfach Modelle, kurz gesagt eine Mischung aus allem, es sind die frühen Jahre bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und so leben sie zusammen. Auf der Weltausstellung in Paris stellte Emberger aus. Es stellte auch Calace aus oder Vinaccia, aber es siegte Maldura. Große Auszeichnung mit großen Ehren und großem Ruhm. Aber Maldura starb kurz darauf im Jahre 1905. Er starb vor Kummer, denn er hatte eine seiner Schülerinnen geheiratet, eine jüngere Schülerin von ihm. Sie stammte aus einer sehr wohlhabenden römischen Familie und er war sehr verliebt. Seine Frau starb 1901 im Kindbett und er ließ sich sterben. Er verfiel in Depressionen. Heute würden wir das so sagen. Mit der Zeit verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens damit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Also vertraute er seinen Sohn einem Freund an und sortierte sein Hab und Gut. Im Jahr 1905 starb er und wurde fast vergessen. Aber in Wirklichkeit war er der eigentliche Erfinder dieser Art von Instrumenten, die damals Emberger zu Aufschwung und zu Weltruhm führte. Es war Maldura. Emberger kam später. Es gab auch einige Diskussionen mit Maldura über die Erfindung der Haken. Mechanik. Hier sind die Haken, hier sind die Mechaniken mit dem Haken, wie sie oft auch bei Emberger zu finden sind. Aber Maldura ließ sich eben diese Mechaniken patentieren. Einige Monate später meldete Emberger sein eigenes, ganz anderes Patent an. Aber nachdem er Malduras Patent für die Mechaniken gesehen hatte, fügte er auch dieses Patent von Malduras Mechaniken hinzu, indem er sagte, ich hatte diese schon vor vielen Jahren erfunden. Kurz gesagt, solchen Streit gab es und es ist nicht bekannt, was mit der Werkstatt Malduras geschah. Aber die Werkstatt Embergers, kurz gesagt, explodierte. Er behielt die Fabrik immer in Arpino, hatte aber auch Geschäfte in Rom. Kurzum, ich weiß nicht, ob es auch Produktion in Rom gab, aber nur Verkauf. Er lebte hauptsächlich in Rom mit seiner Frau und führte auch ein recht geselliges Leben. Kurzum, als er anfing, etwas Geld zu verdienen, verbrachte er mehr Zeit in Rom als in Arpino. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen sich nach und nach seine Modelle zu stabilisieren. Wir alle wissen, dass er den Ruf des Erfinders der römischen Mandoline erlangte. Die Römer hingegen sagen, dass der Titel des Erfinders usurpiert wurde und dass der wirkliche Erfinder Maldura war. Aber dann hat sich Emberger sicherlich davon inspirieren lassen und einige Dinge geändert. Er war also ein wirklicher Mandolinbauer, während Maldura kein Mandolinbauer war. Er war ein sehr guter Mandolinbauer und passte daher das Modell Malduras seinem eigenen Stil an, wodurch er ein objektiv anderes Instrument entsteht. Diese Mandolinen waren äußerst erfolgreich, sodass diese Instrumente, zum Beispiel das Modell 5 bis und andere, die so berühmt sind, sind eigentlich als Instrumente viele Jahre später in der Welt angekommen als die Erfindung dieser Mandolinen. Der letzte Epigone von Maldura war Pasquale Pecoraro. Pecoraro war der letzte Schüler, sagen wir ein Vorarbeiter der Fabrik, als die Fabrik Embergers in der Hand des Enkels von Emberger war. Als die Fabrik geschlossen wurde, machte er sich in Rom selbstständig und blieb dort. Berühmt als letzter Vertreter des reinen Emberger Mandolinenbaus und er hat tatsächlich Instrumente gebaut. Absolut sehr ähnlich wie die letzten von Emberger.
Doch zwischen diesen Instrumenten und der älteren Zeit aus der Zeit Embergers besteht ein Unterschied. Emberger, vom Stand des Mandolinenbaus aus gesehen, gibt es viele Unterschiede, weil es ein langer Weg war von über 70 Jahren.